Und damit herzlich willkommen zur 85. Folge vom Gothic 3 Let's Play. In der letzten Folge haben wir uns hier nochmal diesen Weg entlang gehangelt, haben dann hier diese letzte Insel, die da übrig war, erledigt und jetzt fehlt uns halt nur noch der kleine Weg zwischen dem Orklager und dem Grab von Ashraya. Ich glaube, Ashraya hieß er. Genau. Und was wir dann noch gemacht haben, ist bei Silden die eine witzige Quest mit den entflohenen Sklaven. Die habe ich ja sowohl abgegeben als auch jetzt getötet. Somit habe ich doppelt Erfahrungspunkte bekommen. Ich meine, so ein paar Sklaven, ist jetzt zwar nicht so, wie ein Feuermagier normalerweise denken würde, aber der Held handelt halt gerne etwas eigensinnig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können hier Praga und Lago jetzt mal diese Folge einnehmen. Weil zwei Städte kann man immer einnehmen und sobald man dann die dritte eingenommen hat, dann merken das die Assassinen und dann kriegt man halt schnell von denen aufs Maul. Und dann reden wir jetzt mal mit Asaru und würde ich sagen, greifen wir einfach mal an. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Angriff? Es ist Zeit. Treiben wir die Assassinen aus der Stadt. Genau. Hau bloß ab! Nafalem gibt auf jeden Fall sein Bestes. Ups. Erstmal schön einfrieren. Tufa hält halt leider Gottes zu viel aus. Wir haben versagt. Aber für den hatten wir eh schon mal Erfahrungspunkte. Genau, und so schnell kann man eine Stadt befreien. Verluste ein Sklave, da ist mir halt leider in den Weg gelaufen, um es mal kurz zu machen. Ach, können wir das jetzt hier plündern? Genau, eigentlich wäre gar kein Sklave okay, gut, hier hinten sind doch welche gestorben. Ja. Da ist nichts mehr zu holen. Also ein Sklave hätte ja sogar überlebt. Wenn er sich mir nicht so blöd in den Weg gestellt hätte. Aber Ayla ist jetzt halt auch wieder frei. Und die hat, also dass die nicht gestorben ist, ne? Nafalem hat ja einfach mal Feuerbälle auf die geschossen. Ach, das sind jetzt. Hör auf mit der Magie. Sind jetzt die restlichen Nomaden gewesen. Abgebrochen. Genau. Ach, sogar ein Pfeil, der hereingeflogen ist, ist ja auch Wahnsinn. Diego hat auch gut gekämpft gegen einen Einzelnen. Ja genau, und hier ist halt der Schamane, Sklave, leider Gottes gestorben, aber wenn man mir halt in den Weg läuft, dann ist es halt so. Ja, dass die Sklaven jetzt hier nicht aufhören zu arbeiten, ist auch ein bisschen fehlig. Aber was will man machen? Prago und Lago, also Lago wird jetzt noch einfacher, weil das sind einfach bloß 5 Leute oder so, die da drin sind. Ja, 5 nicht, 7 vielleicht. Genau. Da ist sogar ein Waffenbündel drin gewesen. Ist sehr selten, dass Waffenbündel in Kisten drin sind. Diego sagt dazu einfach gar nichts.
Für den hat sich halt einfach nichts verändert, so gesehen. Schlösser öffnen. Und jetzt machen wir die mal auf. Und offen. Und dann gucken wir mal rein. Ja, wie immer halt. Warum die jetzt unten immer noch ihre Waffen ziehen, ist so ein bisschen die Frage. Eine Metalltruhe. Genau, das sind halt hier so Nafalem seine Gemächer und keine Ahnung von wem noch. Und dann würde ich sagen, reden wir doch mal mit dem Asaru. Wir haben gesiegt! Das Einzige, was er dazu sagt. Zeig mir deine Ware. Genau. Gut, Felle kann ich bei dem nicht teurer verkaufen, deswegen lassen wir das. Und dafür verkaufe ich die anderen Sachen. Hammer brauchen wir halt noch, ne? Halt. Säbelzahn-Tiger-Dinger ist jetzt nicht schlecht zum für dieses eine Rezept da, zum Schmieden. Deswegen hebe ich das auch mal noch auf. Schmuck, das können wir dann, wie gesagt, bei dem anderen da verkaufen. Und dann haben wir ja jetzt hier sowieso ein paar Artefakte und Schilder. Hier haben wir sowieso noch geschmiedete Sachen. Noch ein paar was von Orks, ne? Das ist ja logisch. Wir haben ja dort ein paar Orklager auseinandergenommen. Und jetzt geht's auch los, dass wir Assassinenschwerter haben. Die sind mit 350 auch jetzt ein relativ passabler Wert. Also da kriegt man zumindest ein bisschen Kohle raus auf jeden Fall. Und Fleisch hatte ich ja mal gesagt, dass wir da auch mal ein bisschen was verkaufen. Ach, jetzt hat er tatsächlich... Müssen wir hier ein bisschen gucken. Ah, umso länger man da drückt, umso schneller geht das dann. Wir machen jetzt erstmal 19.000, na, das sind jetzt 634 Fleisch. So, gut, haben wir jetzt immer noch 909 Fleisch übrig. Definitiv nicht schlecht. Genau, und um mal die anderen Waffen zu zeigen, also wir haben ja jetzt hier, wie gesagt, das Assassinenschwert, dann haben wir die Eisklinge, die ist halt auch nice, dann haben wir das Paladinschwert, dann haben wir das Nordmarschwert, da haben wir sogar zwei Stück davon, die sind halt auch ja, selbst geschmiedet. Hier ist halt geschärft und gesegnet, das ist halt selbst geschmiedet und geschärft, kommt auf den gleichen Wert. Wenn man aber mal guckt von der Reichweite her, ist das Paladinschwert halt schon geiler. Und dann haben wir einen Inquisitor, den können wir halt erst mit 190 anlegen. Genau, und in der Beziehung würde ich sagen, laufen wir jetzt nochmal zum Wassermagier, weil wir das Assassinenschwert hier hat's aber auch weit getroschen, weil ich gerne mal noch die Eiswelle lernen wollen würde. Bin mir halt nicht mal sicher, ob Watras uns das nicht auch beibringen kann, ne? Watras ist ja der Wassermagier, der eingesperrt ist, den wir dann im Prinzip befreien. Und wo es noch eine alte Truhe gibt, das wäre eigentlich auch jetzt mal recht sinnvoll, da einfach mal hinzulaufen. Da müssen wir gar nicht so weit laufen. Ist hier bei so einer Oase, die ist auch hier eingezeichnet. In Richtung nach Ishtar müssen wir da halt. Ja, so gesehen könnte man eigentlich auch gleich den kompletten Weg nach Ishtar hinterlaufen, weil wenn wir, na, wir laufen halt immer wieder von Praga aus. Und der Weg durch die Wüste, der wird jetzt auch nicht kürzer. Sag ich mal so. Hier standen wir ja bereits schon mit Diego. Das war die Szene, wo er dann so viel gerüstet hat. Fand ich auf jeden Fall ziemlich witzig. So, ich glaube, da vorne ist die Oase schon. Also das seht ihr mal, so weit ist der Weg im Prinzip auch gar nicht.
Genau, und hier ist auch schon die alte Truhe. Dir werde ich helfen! Ja. Mittlerweile ist dann auch ein Druidenstab drin mit maximaler Mana plus 50 und maximaler Lebensenergie plus 50. Ziemlich nice. Ah, hier will uns ein Räuber an den Kragen. Und ich würde sagen, der Druidenstab, na, kann man ja nichts dagegen sagen. Wir haben 10 Mana mehr, wir haben 50 Leben mehr und wir kriegen noch Bonustalent Druide. Also den tun wir jetzt direkt mal ausrüsten. Und der sieht jetzt halt einfach so aus. Also so ein ganz klassischer Holzstab, würde man jetzt dazu sagen. Gut, und hier will ich erstmal gucken, ob da nicht noch mehr als ein Löwe ist. Scheint tatsächlich nur einer zu sein. Wir kennen das ja noch, die sind ja normalerweise in einer großen Gruppe unterwegs. Ja, und jetzt haben wir halt hier auch noch den Druide, das heißt also Verwandlungsgeschichten halten dann auch nochmal doppelt. An der Oase ist echt wenig los. Also ein Räuber und ein Löwe. Königsdistel hatten wir auch gerade gefunden und jetzt sogar nochmal eine. Die ist halt auch relativ selten. Dam 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 dam. Ist eigentlich voll komisch, weil der Weg hier so offiziell im Prinzip so durch die Oase einfach durchgeht. Wenn ich das jetzt mal so richtig sehe. Ja, und abseits des Weges hier haben wir auch viel mehr Pflanzen als an der Oase. Ja, ob es da hier oben rechts, ne, ob es da jetzt noch irgendwelche speziellen Sachen gibt, weiß ich gerade gar nicht. Da müssen wir halt einfach mal gucken. Haben wir jetzt eigentlich auch die. Ne, wir haben jetzt erstmal Resistenz gegen Kälte. Von was denn bitte? Wüstenläufer. Der Schattenläufer der Wüste. Ja, also der Weg da ist, wie gesagt, sehr creepy. Nach Ishtar. Man kann den auch anders laufen, dass man da hier, ne, von Morasul und dann diesen kleinen Weg da hochläuft. Das ist auch eine Möglichkeit, ich glaube, den habe ich sogar öfters gewählt und bin danach dann hier so lang. Weil der Weg hier, der ist auch nicht wirklich gut zu sehen. Also er geht halt hier nahtlos in diese Oase über. Ja. Ist halt ziemlich creepy. Genau. Ach, dieser Render-Unschärfe-Effekt, der ist auch so nervig. Vor allem in der Wüste sieht man den halt am besten, weil man hier nicht so weites Terrain hat. Man sieht ja aber auch ziemlich gut, okay, was da drüben noch so alles ist. Berge, die jetzt hier so eingezeichnet sind, ja, es gibt hier so ein paar Erhebungen.
Aber das Ganze ist wesentlich mehr übertrieben, als es auf der Karte dargestellt ist. Und hier gibt es tatsächlich Sandcrawler. Und da drüben ist ein Tempelwächter. Genau, und bei Tempelwächtern. Man sagt, der Name sagt es ja schon aus, die sind normalerweise in der Nähe von den Tempeln. Ich glaube, er hat uns jetzt gewittert. Bloß ab. Das Gute bei Tempelwächtern ist, die kriegt man halt mit böses Vernichten ziemlich easy tot. Und dass hier jetzt nicht irgendwas Geiles ist, ist auch ein bisschen creepy. Was wir jetzt tatsächlich auch mal machen könnten, wäre zähmen. Haben wir gar nicht mehr, oder? Ist ja auch scheiße. Ja, okay, dann gehen wir mal ein bisschen auf Abstand, speichern nochmal und nehmen uns dann mal das ganze Rudel davor. Ja, anfänglich hatten wir da wirklich noch so unsere Probleme. Aber mittlerweile ist das alles voll chillig. Boah. Sogar den Löwen geone-shottet und ich habe noch fünfmal nachgesetzt, weil ich dachte, okay, der ist jetzt eh noch nicht tot. Ja, und hier ist dann auch schon die nächste Oase. Diesmal auch etwas belebter mit Krokodilen. Ja, zähmen wäre halt ein cooler Spruch gewesen. Druidenzauber, weil da hätten wir uns dann einfach auch mal einen Löwe mit als Begleiter nehmen können. Wäre auf jeden Fall nicht ganz verkehrt gewesen. Ja, aber das hier mit diesen Oasen ist im Prinzip auch immer eine schöne Abwechslung, so gesehen. Die sind auch sehr, also diese Oase hier, die ist ja wirklich mal sehr bewachsen. Genau, und hier geht der Weg dann nahtlos weiter. Gab aber auch gute Erfahrungspunkte, ne? Also so ein ganzes Rudelt mit zwei Wölfen da. Einer hieß Räudiger Bastard davon. Und hier unten scheint es immer noch Sandcrawler zu geben. Oder auch nicht. Dann sind die da oben irgendwo. Ah, da. Ein Einzelner? Ne, wollte schon sagen. Brenn halt mittlerweile auch schön down. Also brauchen wir die eigentlich auch gar nicht mehr einzufrieren. Ups. So geht's natürlich schön. Einer lebt noch. Ja, das ist halt das Problem, wenn die jetzt nicht nah genug dran sind.
Dann kriegen sie halt nicht so viel Damage. Aber 6 Ogre. Sportlich, würde ich mal sagen. Ja, genau. Und da drüben kommt man dann wiederum nach Morasul. Aber hier so in dem Gefilde werden wir uns dann später auch noch umschauen. Morasul sieht man da, da drüben sieht man Ishtar, by the way. Wollte schon gerade sagen, da fehlt ein Turm, wenn das es Morasul ist. Ja, ein Level Up. Ziemlich nice. Level 67 sind wir mittlerweile. Um es mal kurz erwähnt zu haben. Und wir werden halt auch immer stärker. Aber ich glaube, das konnte man sich jetzt denken. Genau, und der ursprüngliche Weg ist jetzt irgendwo da unten. Also man sieht es ja hier relativ, wie als würden da so ein paar Steine auf dem Boden liegen, ne? Aber mehr ist da halt nicht als Weg und aller paar Meter, was wird das sein, aller 200 Meter ist dann mal so eine Flagge, an der man dann halt erkennen kann, okay, ja, da geht der Weg noch weiter, bitte folge ihm. Und da sind tatsächlich Räuber. Genau, das sind halt die unfreundlichen Nomaden und da unten liegt irgendein Skelett. Kann man hier schaufeln? Nein, leider nicht. Naja, gut. Ah, zumindest kann man sich jetzt eine Story zusammenreimen, dass diese Räuber dort hier von Sandqualern in der Nacht angegriffen wurden oder irgendwie solche Späße. Und ja, da ist halt einer von den Räubern draufgegangen dabei oder irgendwie so in der Richtung. Aber ich bin schon mal sehr happy, weil wir haben jetzt den Schritt erreicht. Wir haben jetzt einen Druidenstab bekommen. Das heißt, die nächsten alten Truhen werden uns dann noch viel mehr Stäbe geben. Und es freut mich schon zutiefst, da wirklich dann die nächste Truhe zu öffnen. Ja, ein paar Mal daneben geschossen, aber was soll's. Was haben wir hier? Eine schwere Truhe. Ja, der Nimroder. Na, so langsam kommen wir hier wirklich, oder schon seit längerem, finden wir da drin Sachen, die wir halt schon lange nicht mehr anlegen können. Deswegen sind halt die alten Truhen für uns von Belang. Weil da sind halt wenigstens Sachen drin, die wir noch anlegen können als Magier. Das ist auch gut designt, ist aber halt nur so eine kleine, halt so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Da hinten ist auf jeden Fall eine Höhle, das sieht man von hier aus ziemlich gut. Und mal gucken, was hier oben noch ist, wahrscheinlich eh wieder Ogre. Oder einfach mal nix.
halt eine weitere Oase. Aber ich glaube, da drüben dürfte dann was sein. Genau, da hinten sehe ich schon mal Löwen. Das war gerade wieder das Problem, dass ich mal jemand Falsches im Fokus hatte. Ja, aber hier weiß man nie, gibt es ja noch irgendwas Tolles zu finden oder so. Deswegen ist es halt schon sinnvoll, da im Internet zu gucken, ob es jetzt hier noch irgendwelche Truhen oder irgendwas gibt, ne? Ich meine, mit der Telekinese decken wir jetzt halt Pflanzen ab, aber halt keine Truhen. Und an jedem von so einem Baum hier kann halt auch immer irgendwas stehen. Oder zumindest irgendein Monster sein. Genau, und da unten waren wir noch nicht. Das sind auch wieder Oger. Ah, das ist wie eine kleine Ausgrabungsstätte. Da könnte tatsächlich was Interessantes drin sein. Ich hoffe es doch. Wow. Wo kommt der denn jetzt her? Aber leider ist hier unten nichts drin. Ich hatte jetzt auf eine Steintafel gehofft, die uns altes Wissen gibt. Aber wurde scheinbar schon von irgendjemandem geplündert. Und da geht's ja wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt wieder da hoch. Und setzen den Weg nach Ishtar fort. In Ishtar kommen wir sowieso nicht rein. Könnte da jetzt hier irgendwie Trick 17 mäßig probieren, da irgendwie reinzukommen. Dann darf man aber auch nicht gesehen werden von irgendjemandem. Weil die brüllen dann alle raus, raus, raus. Ja. Aber da drin gibt's halt alte Truhen. Also es ist im Prinzip nicht ganz verkehrt, wenn wir da Zutritt hätten. Also Zutritt werden wir eh nicht kriegen. Könnten natürlich Ishtar komplett dem Erdboden gleich machen und dann looten, weil da drin sind halt zwei alte Truhen. Es gibt aber auch andere Sachen, also Morasul, ne, Al-Shedim und da links daneben, das sind halt diese Tempelanlagen und da gibt's halt auch alte Truhen, also da müssen wir uns dann nicht mal großartig bemühen. Schau mal, geht der Weg so, ach, der Weg geht sogar hier lang, ja, ist auch geil. Voll abseits des Weges gelaufen und jetzt erstmal wieder auf den Weg gefunden. Genau, hier gucke ich auch einfach bloß nochmal lang. Schakale, auch schon länger keine mehr gesehen. Ja, irgendwo habe ich noch einen Schakal gehört. Wahrscheinlich weiter in die Richtung, irgendwo da unten. Ja. Ja, also hier Wüste ist jetzt relativ trist, sag ich mal. Da macht es jetzt auch nicht so viel Spaß durchzulaufen. Beziehungsweise ist man da relativ schnell durch, weil vergleicht das mal mit Nordmar.
Da hat man wirklich so viel gelootet und hier haben wir jetzt einfach in einer Folge diesen kompletten Streifen hier mit Monstern, mit gucken, ob da irgendwelche Heilpflanzen sind und sonst was gemacht. Dieses Land wirkt sich auf jeden Fall schlecht auf unsere Ausdauer aus. Jetzt gab es auch keine gute Pflanze, dass man sagen kann, okay, ich habe jetzt hier mal ein Herrscherkraut oder ein Kronstöckel gefunden. Ja, die Frage ist, da drüben, in der Gegend da hinten war ich jetzt noch nicht. Also da könnten wir jetzt auch nochmal hinlaufen, um dann später wieder zurückzulaufen. Aber das machen wir dann sowieso erst in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich an der Stelle recht herzlich von euch. Haut rein, euer Zardas.